Nachdem wir uns nun angeschaut haben, mit was für Maßen man Retrieval-Systeme bewerten könnte, und zwar gerade die Effektivität der Retrieval-Systeme, werden wir uns jetzt zum Schluss nochmal überlegen, was uns das jetzt nützt, um zwischen verschiedenen Retrieval-Systemen tatsächlich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich bevorzuge dieses oder jenes oder die scheinen beide gleich zu sein. Und in dem Zusammenhang werden wir dann eben auch nochmal diskutieren, wie man denn vielleicht für ein gegebenes System überprüfen kann, wie man das gegebene System denn verbessern kann. Also jetzt im Prinzip nicht zwei sehr verschiedene Sachen miteinander zu vergleichen, sondern dann eben auch noch zu fragen, wie kann ich ein gegebenes System mit einer Variante desselben Systems vergleichen und dann eben im Rahmen eines sogenannten Trainingsprozesses versuchen, eine bessere Variante draus zu bauen. Gehen wir nochmal dahin zurück, dass wir uns unter verschiedenen Zusammenhängen überlegt haben, dass es günstig wäre, Retrieval-Systeme in so einem Websuche-Szenario mit Maßen für die Effektivität zu vergleichen, die irgendwie das Ranking mit einbeziehen, also eben nicht Precision Recall F-Maß, sondern die Varianten, die wir uns dann angeschaut haben, die eben die Rangfolge mit einbeziehen, also beispielsweise MAP oder NDCG. Was würden Sie sagen, wenn jetzt jemand Ihnen gegenübersteht und sagt, ich habe hier zwei Systeme, System 1 ist besser als System 2, weil das System 1 erzielt einen MAP-Wert von 0,61 und das ist 0,13 mehr als System 2. Was würden Sie sagen, wenn jemand diese Aussage Ihnen gegenüber trifft? Würden Sie auch System 1 nehmen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Sollten Sie mal so kurz für sich überlegen. Einfach mal kurz anhalten, gegebenenfalls den Screencast, und mal zu einer Idee kommen. Ja, ich glaube, es hat nicht so lang bei den meisten gedauert. Die grundsätzliche Frage hier wäre ja erstmal, auf wie viele Topics wurde denn überhaupt getestet? Okay, ich gebe Ihnen den Hinweis. Angenommen, die Daten, die derjenige Ihnen dann geben könnte, wären diese hier. Also System 1, System 2 auf zwei Topics. Und dann einfach Mean Average Precision ausgerechnet, 0,61 gegenüber 0,48, also 0,13 Unterschied. Was würden Sie sagen? Nochmal die Frage. Die erste Antwort, die war schon gut, also erstmal sagen, auf wie viele Daten war das denn? Was würden Sie jetzt sagen, wenn ich als Beleg dann eben nur diese zwei Topics heranführen kann? Ja, wahrscheinlich die meisten im Prinzip dasselbe hier. Das sieht ja jetzt nach Glück aus. Okay, das waren zwei Topics. Auf dem einen waren die gleich. Auf dem anderen, da war halt durch Zufall System 1 besser. Also auf diesem einen Topic ist System 1 besser, okay, aber insgesamt kann man hier noch nichts sagen. Zwei Topics ist ein bisschen wenig und ja, das ist jetzt also nicht direkt etwas, womit man was anfangen könnte, einfach mit diesen Zahlen hier. Und genau das ist im Prinzip das, was man beim Vergleich von Systemen eben beachten muss. Auf welcher Datengrundlage soll denn der Vergleich durchgeführt werden und was für eine Aussagekraft hat denn diese Datengrundlage im Prinzip? Und ein Hilfsmittel, um die Aussagekraft von so einer Datengrundlage abzuschätzen, sind eben sogenannte statistische Hypothesentests, die jetzt hier auch schon in der Überschrift mit aufgetaucht sind. Schauen wir uns an, was passieren würde, wenn man jetzt ein bisschen mehr Daten hätte und sagt, okay, es sind eben nicht nur zwei Topics, sondern beispielsweise sechs Topics. Und die Frage ist jetzt, war das immer noch Glück, dass jetzt im Schnitt System 1 Mean Average Precision von 0,51 hat und damit um 0,16 besser ist als System 2. War das immer noch Glück, ja oder nein? Okay, und im Hinterkopf haben Sie jetzt natürlich dann doch schon den Blick auf die Überschrift geworfen und gesagt, okay, Hypothesentest, also wollen wir die Hypothesen auch testen im Rahmen von vielleicht der Vorlesung Einführung in Data Science oder vielleicht auch bei mir so eine Vorlesung wie Big Data Analytics oder so, haben wir sicherlich schon mal über Hypothesentests gesprochen und ich hoffe, dass Sie das auch schon mal gehört haben. Wir machen jetzt hier so einen kleinen Wiederholungsrundumschlag zu, im Prinzip, um auf den wichtigsten Test im Bereich IR zu kommen, der häufig benutzt wird, der sogenannte T-Test. Aber dazu müssen wir erstmal ein kleines bisschen vorab noch drüber sprechen, was eigentlich diese Hypothesentests denn genau waren. Wenn Sie sich nicht genau erinnern, also so eine kleine
Kurzwiederholung, wenn wir nochmal durchführen. Also die Grundidee ist zu sagen, man hat diese Ergebnisse hier, also Beispiel eben Mean Average Precision Werte, könnten aber auch andere Messwerte sein. Und die Frage ist jetzt, ist denn diese Unterschiedlichkeit, die man hier im Durchschnitt sieht, ist das eine tatsächlich vorhandene Unterschiedlichkeit oder war das jetzt einfach nur Zufall? Also wie zufällig war es sozusagen, könnte man vielleicht auch fragen. Und grundsätzlich bei Hypothesentests, wenn Sie sich erinnern, wird man immer als erstes sozusagen die sogenannte Nullhypothese aufstellen und sagen, naja, im Prinzip, wenn ich zwei Systeme habe und nichts genau über die weiß, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die Average Precision Werte der beiden Systeme aus der gleichen zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung gezogen werden. Und Unterschiede, die man dann beobachtet, liegen jetzt daran, dass es eben eine gewisse Variation in dieser Verteilung dann gibt. Und das heißt, man würde erwarten, die Nullhypothese, dass die Unterschiede tatsächlich zufällig verteilt sind. Also die beobachteten Unterschiede zwischen System 1 und 2, die würde man als zufällig verteilt erwarten, wenn die Nullhypothese eben ist, ja, aus im Prinzip beide Systeme verhalten sich ähnlich. Und um jetzt zu überprüfen, ob diese Nullhypothese gegebenenfalls falsch sein könnte, wird man statistische Tests benutzen, die eine Wahrscheinlichkeit angeben, die beobachteten Unterschiede zu sehen, wenn die Nullhypothese wahr ist. Also die Nullhypothese sagt ja im Prinzip, die Unterschiede werden zufällig verteilt sein und die tatsächlich beobachteten Daten, da fragt man jetzt, wie weit weichen die denn von einer zufälligen Verteilung ab? Reicht es, um womöglich zu sagen, ja, ich lehne die Nullhypothese ab? Und wenn jetzt diese Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass man diese Unterschiede tatsächlich beobachten würde, wenn die Nullhypothese stimmen würde, dann könnte die Nullhypothese falsch sein. Also dann sind viele Leute geneigt, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, die man dann ausrechnet mit einem statistischen Test, dann sind viele Leute geneigt zu sagen, naja, der Unterschied scheint also statistisch signifikant zu sein und ja, ganz speziell, sobald diese Wahrscheinlichkeit unter 0,05, also weniger als 5% beträgt, dann sagen viele, okay, statistisch signifikant. Das, was man da an Unterschieden beobachtet hat. Wenn es drüber liegt, dann eben nicht. Dann hat man also nicht genug Substanz, um die Nullhypothese mit gutem Gewissen ablehnen zu können. Die Illustration, die man dann immer so sieht, ist eben auch so die Frage, wo in diesem Bereich bei so einer normal verteilt aussehenden Geschichte lande ich denn? Und dann kommt es eben darauf an, ob man einen einseitigen oder einen zweiseitigen Test benutzt. Beim einseitigen Test frage ich, liege ich denn in diesem roten Bereich hier, also in den letzten 5% sozusagen? Bei einem zweiseitigen hätte ich 2,5% hier und 2,5% hier und frage mich, liege ich denn in diesen tatsächlich Randfällen, die eben eher dann unwahrscheinlich sind? Gut, wie sieht das jetzt hier mit diesen Daten aus, die wir tatsächlich beobachtet haben? Also Sie waren zuerst nicht zufrieden, richtigerweise, damit, dass da jemand gesagt hat, okay, das war nur auf 2 Topics. Jetzt auf den 6 Topics kann einem das Gefühl eben vielleicht so ein bisschen sagen, naja, es sieht so aus, 0,26 hier, 0,3 besser hier, 0,33 besser hier, 0,09 hier. Es sieht schon irgendwie so nach einem systematischen Verbesserungspotenzial aus, außer hier auf diesen 2 Topics, wo sie ungefähr gleich performen sozusagen, gleich effektiv sind die Systeme. Es sieht schon so ein bisschen systematischer aus und die Frage, die man jetzt eben stellt, ist, kriegt man das auch mit einem Hypothesentest bestätigt, dass man eben die Nullhypothese, System 1 und 2 sind quasi gleich, also die beobachteten Differenzen, die werden zufällig sein, kann man diese Nullhypothese guten Gewissens ablehnen, wenn man jetzt sich darauf verlässt, dass so eine kleine Wahrscheinlichkeit unter 0,05 denn tatsächlich ein Indiz dafür ist. Und viele Leute akzeptieren das, aber da gibt es eben auch große Diskussionen, weil das natürlich auch missbräuchlich benutzt wird und auch missverstanden wird. Viele sagen, sobald man diese Wahrscheinlichkeit eben sehr klein hat, hat man tatsächlich irgendwas Sinnvolles geschaffen. Das kann natürlich trotzdem immer noch ein relativ kleiner, aber systematischer Effekt sein, der dabei rauskommt. Und deswegen sollte man das immer noch ein bisschen voneinander trennen. Aber grundsätzlich die Frage, war das jetzt hier Zufall oder nicht, diese Werte zu sehen? Ja, im Prinzip
noch der wichtige Hinweis eben auch, selbst dann, wenn man die Nullhypothese ablehnen würde, weil man eben sehr kleine Wahrscheinlichkeit dafür sieht, dass die Daten genau so beobachtet werden können, wenn die Nullhypothese stimmen würde, heißt das natürlich nicht, dass die Gegenhypothese, also System 1 ist besser als 2, dann tatsächlich stimmt. Das muss man auch noch so ein bisschen eben im Hinterkopf behalten. Und selbst wenn man die Nullhypothese eben guten Gewissens ablehnen kann, muss man auch immer noch die Frage stellen, ist denn der Effekt jetzt tatsächlich groß? Kommen wir dann später am Ende nochmal ein bisschen genauer dazu. Okay, schauen wir uns den ersten ganz einfachen Hypothesentest an, den Sie wahrscheinlich auch schon irgendwo mal gesehen haben. Da sagt man, mich interessiert gar nicht die konkrete Differenz, sondern nur die Richtung der Differenz. Also ich schreibe mir statt des konkreten Zahlenwerts hier plus 0,26 einfach nur hin plus und meine damit, 1 war besser als 2. Gleich bedeutet, beide waren exakt gleich. Minus bedeutet, 2 war besser als 1. Okay, können wir darüber streiten, ob eben 0,01 tatsächlich ein Minus ist oder auch noch ein Gleich. Aber in der ganz grundlegenden Form sagt man eben, das ist ein Minus. Die Größe interessiert mich ja hier nicht. Hier habe ich wieder ein Plus, Plus, Plus. Und im Durchschnitt habe ich dann eben keinen Durchschnitt hier mehr. Dann könnte man einfach nur sowas sagen wie, okay, viermal Plus, einmal Minus, einmal gleich. Und bei dem sogenannten Sign-Test, also quasi Vorzeichentest, als ersten einfachsten Hypothesentest würde man jetzt eben fragen, wie ist denn diese Verteilung der Plusse und Minusse? Und weicht die stark von einer sogenannten zufälligen Verteilung ab? Also das Verfahren ist zu sagen, Plus heißt 1 ist besser als 2, Minus heißt Gegenteil und gleich, ja, eben beide gleich. Und die Teststatistik, auf die man schaut, ist die Anzahl der Plusse. Die nennen wir jetzt mal M. Die Nullhypothese würde jetzt dann sagen, okay, im Prinzip beide sollen ja gleich sein. Also lässt man einfach mal die Gleichheitszeichen gleich weg und sagt dann, die Wahrscheinlichkeit für Plus und Minus wird gleich sein. Also die Wahrscheinlichkeit für Plus ist 1/2 und die Wahrscheinlichkeit für Minus ist 1/2. Die Annahmen, die der Vorzeichen- oder der Sign-Test noch trifft, sind, dass die Topics unabhängig voneinander sind. Da sollte man eben also auch darauf aufpassen, dass man Topics wählt, die nicht viel miteinander zu tun haben, also nicht das eine die Fortsetzung vom anderen ist oder so. Die Unterschiede, die tatsächlich beobachtet werden, kommen aus derselben Verteilung, zweite Annahme vom Sign-Test, und die tatsächlichen Scores für so ein Topic, die kann man sinnvoll miteinander vergleichen. Also im Prinzip sowas sagen wie 0,62 ist mehr als 0,32. Damit eben dieses Vorzeichen dann auch einen Sinn hat. Was würde man jetzt hier für diesen konkreten Fall berechnen? Naja, wenn die Nullhypothese wahr wäre, fragt man, was ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, diese vier Plusse hier zu beobachten aus fünf Experimenten? Warum jetzt fünf Experimente? Naja, weil das gleich, also das Topic, wo das Ergebnis gleich ist, weggelassen wird. Also ich habe eigentlich von den tatsächlichen sechs Topics im Prinzip dann nur fünf Experimente, weil es eben nur fünf gibt, wo die Werte unterschiedlich sind. Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich bei zutreffender Nullhypothese viermal Plus und einmal Minus sozusagen sehe aus eben diesen fünf? Naja, wenn die Wahrscheinlichkeit für ein Plus und Minus gleich sind, dann ist diese Teststatistik binomial verteilt, eine der grundlegendsten Verteilungen, die man wahrscheinlich irgendwie in der Wahrscheinlichkeitstheorie Vorlesung oder Einführung in Data Science dann schon gesehen hat. Und dann fragt man eben, was ist denn die Wahrscheinlichkeit? Also P, die Wahrscheinlichkeit, angenommen die Nullhypothese stimmt, was ist die Wahrscheinlichkeit, mehr als m Plusse zu sehen, also mindestens m Plusse zu sehen? Wenn das Ganze binomial verteilt ist, gibt es dann diese Formel dafür und die Wahrscheinlichkeit für ein Plus ist eben 0,5. Wir haben fünf Versuche durchgeführt und als Ergebnis, wenn man das alles zusammen rauskürzt und so, habe ich ihn jetzt mal abgenommen, sozusagen diese ganzen Sachen einzusetzen und auszurechnen, kommt dann 0,1875 raus als P-Wert für diesen Sign-Test. Das heißt, was würde man für eine Schlussfolgerung ziehen? Naja, die Unterschiede zwischen System 1 und 2 sind tatsächlich nicht statistisch signifikant. Also der P-Wert ist größer als 0,05, wenn man diesen Wert von 0,05 als sozusagen gegeben ansieht. Dazu, wie gesagt, gibt es Debatten in der eigentlichen Wissenschaft.
Aber es ist hier eben deutlich über 0,05 und deswegen würde man sagen, das reicht hier nicht aus, was ich beobachtet habe, um die Nullhypothese, beide Systeme gleich, tatsächlich abzulehnen. Das heißt, mit dem Sign-Test müsste man annehmen, beide Systeme sind gleich effektiv. Obwohl man da eben schon diesen Trend gesehen hat, das reicht nicht aus, um tatsächlich weit genug von zufällig abgewichen zu sein mit dem Sign-Test. Gucken wir uns einen anderen Test an, der ein bisschen mehr statistische Power-Aussagekraft hat. Der sogenannte T-Test, den kennen Sie wahrscheinlich auch schon irgendwoher früher mal gesehen. Da sagt man, okay, jetzt will ich nicht nur das Vorzeichen sehen, sondern mich interessiert tatsächlich der Unterschied, also der tatsächlich beobachtete Unterschied, die Größe. Und die Teststatistik ist jetzt auch ein bisschen komplexer. Für n Topics rechne ich jetzt einen Quotienten aus der tatsächlich beobachteten durchschnittlichen Differenz der beiden Systeme, also hier in dem Fall 0,16, der erwarteten Differenz. Üblicherweise, wenn die Nullhypothese heißt, beide Systeme sind gleich, dann ist sozusagen der Erwartungswert für die Differenz quasi 0. Die Standardabweichung, die ich beobachtet habe, hier im Beispiel 0,15 und die Wurzel aus der Anzahl der Topics. Die Nullhypothese wäre, also wenn ich für diesen Erwartungswert hier was einsetze, was in dem Fall hier eben bedeutet, beide Systeme sind gleich gut, dann würde ich erwarten, dass die Nullhypothese also einen Erwartungswert von 0 angibt. Ansonsten ist die Nullhypothese eben immer einfach zu sagen, die durchschnittliche Differenz, die ich beobachte, ist mindestens dieser μ-Wert. Ist höchstens dieser μ-Wert, also der Erwartungswert für die Unterschiedlichkeit. Die Annahmen, die beim T-Test zugrunde liegen, sind wieder, dass die Topics, also die einzelnen Themen, unabhängig voneinander sind. Also, dass ich tatsächlich diese Beobachtungswerte, die ich mache, dass die unabhängig voneinander sind. Also, man sollte jetzt nicht zwei sehr ähnliche Topics da drin haben, beispielsweise. Und die zweite Annahme, dass die Unterschiede, die man beobachtet, ungefähr normal verteilt sind. Dafür gibt es auch Tests wieder, dass man das überprüfen kann, ob sie normal verteilt sind. Der T-Test ist auch relativ robust darüber, wenn sie das eben nur so ungefähr sind. Also sie müssen jetzt nicht exakt normal verteilt sein, aber ungefähr normal verteilt sollten sie schon sein. Was würde man jetzt tatsächlich hier im Beispiel ausrechnen? Na, wenn die Nullhypothese wahr wäre, fragt man wieder, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, diesen tatsächlichen Unterschied von 0,16 zu beobachten und auch diese Standardabweichung zu beobachten, in diesem Falle jetzt hier für 6 Experimente. Also ich lasse jetzt hier nicht das Experiment sozusagen weg oder diese Beobachtung weg, wo beide 0 sind. Und da ich ja davon ausgehe, beide Systeme sind gleich, wäre also dieser Erwartungswert hier tatsächlich 0. Die Teststatistik, die ich jetzt ausrechne, ist also einfach Einsetzen der Werte in diese Formel. Da kommt jetzt ein Wert von 2,613 für t heraus. Jetzt haben wir noch keinen p-Wert. Den p-Wert bekommt man dann erst, wenn man für die t-Verteilung in der Tabelle nachschlägt. Und dazu muss man wissen, wie viele Freiheitsgrade dieser t-Test denn hat. Und da man eben den Mittelwert sozusagen als Zielgröße hat, ist es so, dass ich n minus 1 Freiheitsgrade habe, wenn ich n Versuche durchgeführt habe. Also n minus 1 Werte können sich sozusagen zufällig einen Wert aussuchen. Mit dem letzten kann ich dann eben immer sicherstellen, dass dieser Mittelwert tatsächlich rauskommt, der rauskommen soll. Deswegen im T-Test n minus 1 Freiheitsgrade. Also mit dem letzten sozusagen Messwert oder mit dem ersten oder mit dem zweiten. Also einen muss ich festhalten. Das ist der, bei dem ich den Wert dann sozusagen nicht mehr frei wählen kann, sondern damit dieser beobachtete Mittelwert sozusagen rauskommt, muss dann ja der letzte Wert einen konkreten Zahlenwert annehmen, damit ich sozusagen die anderen n-1-Werte beim Mitteln dann genau auf diesen Mittelwert bringe. Deswegen hier n-1 Freiheitsgrade. Das ist wichtig, weil man für diesen Wert 2,613, den man für diesen t-Wert jetzt ausgerechnet hat, dann in der Tabelle nachschlägt. Beispielsweise Wikipedia gibt es die t-Verteilungstabellen. Und da sagt man, okay, ich habe n-1 Freiheitsgrade. 6 Experimente, 6 minus 1, 5. Also muss ich hier in Zeile 5 nachschauen und gucken,
Zwischen welchen dieser Werte liegt denn jetzt mein Beobachteter? 2,613 liegt also zwischen 2,571 und 3,365. Und jetzt lese ich diesen Wert und diesen Wert hier ab. Und dann weiß ich also, 1 minus p liegt jetzt zwischen 0,75 und 0,99. Das heißt, wenn ich dann p ausrechne, wird also p kleiner als 0,25 sein. 0,025, sorry. P wird kleiner als 0,025 sein. Das heißt, durch Ablesen für diesen Wert in der T-Verteilungstabelle, da gibt es natürlich Programme, die einem das abnehmen, aber wenn man es per Hand machen würde, würde man in die Tabelle schauen müssen. Durch Ablesen komme ich raus, der P-Wert ist 0,025. Und die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann, ist, die Unterschiede zwischen System 1 und 2 sind statistisch signifikant. Genau die gleichen Unterschiede wie vorher, aber der T-Test ist eben ein statistischer Test hier mit größerer Aussagekraft, mit mehr Statistical Power als der Sign-Test. Und deswegen kriegen wir jetzt hier für genau dieselben Werte eben tatsächlich raus, dass der Unterschied signifikant ist, wo der Sign-Test gesagt hat, nee, die Null-Hypothese kann ich noch nicht ablehnen. In dem Fall hier könnte man jetzt sagen, wir können die Null-Hypothese ablehnen, wenn wir diesen 0,05-Wert als gegeben eben hinnehmen. Und das heißt, wenn ich den T-Test benutze, könnte ich schlussfolgern, dass System 1 wohl besser sein könnte als System 2. Also die Nullhypothese konnte ich hier guten Gewissens ablehnen und dann könnte man sagen, ja, dann, also man kann nicht daraus schließen, dass dann System 1 besser als 2 ist, aber es ist schon nicht ganz unwahrscheinlich, dass es das tatsächlich ist. Das heißt, in dem Fall war der T-Test also der mit größerer statistischer Aussagekraft. Diese statistische Aussagekraft ist dann tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man bei statistischen Analysen beachten sollte. Normalerweise entwirft man ja nämlich so ein Experiment so, dass man sich zuerst fragt, wie viele Topics brauche ich denn, wenn ich denke, dass System A so und so viel besser ist als System B. Wie viele Topics bräuchte ich dann in so einem Retrieval-Experiment, damit ich diesen Effekt auch tatsächlich dann beobachte, damit ich diesen Unterschied als statistisch signifikant wahrnehmen kann. Und das ist eine sogenannte Power-Analyse, die man durchführt. Ein dafür nützliches Tool ist hier verlinkt. Das ist das sogenannte G-Power oder G-Star-Power-System. Da kann man einfach eingeben, okay, was erwarte ich denn für einen Unterschied zu sehen? Welchen Test will ich denn anwenden? Und was man rausbekommt, ist sozusagen die Größe der Stichprobe. In unserem Fall die Anzahl der Topics für so ein Retrieval-System-Vergleich, die man braucht, um mit statistisch hinreichender Aussagekraft gegebenenfalls den Unterschied feststellen zu können, den man erwartet. Ansonsten ist es so, dass diese verschiedenen statistischen Tests eben auch unterschiedliche Aussagekraft haben, mehr oder weniger Aussagekraft. Wir hatten jetzt hier im Beispiel eben den Sign-Test gesehen. Der hat wenig Power, sagt man, und der könnte dann eben dazu führen, dass man fälschlicherweise die Nullhypothese akzeptiert, wohingegen wir mit dem T-Test eben dann für genau dieselben Werte gesehen haben, dass man da die Nullhypothese ablehnen würde. Ein zweiter wichtiger Punkt, und das ist eben das, wo man wieder so ein bisschen aufpassen muss, das machen viele Veröffentlichungen dann tatsächlich gerade im IR-Bereich dann doch nicht, die sind dann immer zufrieden, wenn sie einen statistisch signifikanten Unterschied gefunden haben. Die Frage ist jetzt aber, was bedeutet das praktisch? Was ist die Effektgröße, sollte man eigentlich noch fragen. Oder eben, was sind die Konfidenzintervalle? Davon haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das, was sich eigentlich anbietet hier, ist immer nach so einer statistischen Signifikanzanalyse, nach so einem statistischen Hypothesentest einfach noch zu fragen, einmal, was ist die Aussagekraft des Tests, die man hat, benutzen wollen? Also sollte man so ein Gefühl dafür bekommen, dass eben beispielsweise der T-Test mehr Power hat als der Sign-Test. Und als zweites sollte man eigentlich immer noch die Effektgröße mit reporten und nicht einfach nur den P-Wert, den man sozusagen benutzt hat, um die Nullhypothese gegebenenfalls abzulehnen. Und die Effektgröße, die ist dann eben tatsächlich so eine Art quantitatives Maß für die eigentliche Bedeutung des beobachteten Unterschieds, den man da hatte. Der Hintergrund ist auch der, dass man nämlich
wenn man jetzt also diese statistischen Tests sich nochmal so genau anschaut, wie die entwickelt wurden, die sind alle eigentlich für kleine Stichproben entwickelt worden. Und für große Stichproben, also wenn man jetzt beispielsweise auf tausenden Queries irgendwie zwei oder auf tausenden Anfragen zwei Systeme miteinander vergleicht, dann wird man immer statistisch signifikante Unterschiede messen. Außer es ist wirklich immer genau gleich, also die Effektivität beispielsweise, die man vergleicht. Wenn die Stichprobe nur groß genug ist, dann wird man immer einen statistisch signifikanten Unterschied finden. Und spätestens dann ist die Frage, ist das jetzt überhaupt ein großer Unterschied, den man dann gemessen hat, oder ein kleiner? Und da sagt die statistische Signifikanz dann überhaupt nichts mehr aus. Das ist also eher zu, also man kann davon ausgehen, je größer die Stichprobe ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man da einen signifikanten Unterschied feststellt. Das heißt, man sollte dann spätestens, aber eigentlich auch bei kleinen Stichproben, immer noch die Effektgröße mit angeben. Und für jeden statistischen Signifikanztest gibt es eine passende Effektgröße eigentlich. Also zumindest für die gängigen gibt es immer auch eine passende Effektgröße, die man mit ausrechnen kann. Das können auch die meisten Softwarebibliotheken, die Hypothesentests durchführen können, die können auch immer die Effektgrößen dann dazu mit ausrechnen. Also es ist quasi nur ein kleiner Klick mehr normalerweise, beziehungsweise eine Anweisung mehr, die man ausführen muss. Und das heißt, da hat man keine Entschuldigung, das nicht zu machen. Es gibt eine ganze Menge Effektgrößen. Schätzer, aber für den T-Test beispielsweise hat sich Cohen's D eingebürgert als sehr bekannter Effektgrößenabschätzer. Und in dem Beispiel, was wir uns angeschaut hatten, also mit diesen sechs Topics, die der T-Test als, ja, die Unterschiede sind statistisch signifikant sozusagen belegt hatte, da würde man für Cohen's D einen Wert von 0,84 ausrechnen. Ohne dass wir jetzt genau wissen müssen, wie man den ausrechnet. Aber dann kann man auch in so einer Tabelle wieder nachschauen und die meisten Leute würden sagen, 0,84, das ist ein schon großer Effekt. Wenn man D quasi noch größer bekommt, über 1,2, würde man sagen, es ist ein sehr großer Effekt und über 2 ist es ein riesiger Effekt. Natürlich muss man da jetzt wieder dann fragen, wie gut waren denn beispielsweise die zwei Systeme sowieso schon, die ich miteinander verglichen habe? Also große Verbesserungen, einen großen Effekt hinzukriegen, wenn ich ein sehr schlechtes Ausgangssystem habe und da eben ein paar Verbesserungen durchführe, ist jetzt natürlich nicht so schwierig wie ein System, was schon in sich sehr, sehr gut ist, nochmal drastisch zu verbessern. Das heißt, manchmal wird man eben tatsächlich auch schon bei kleinen oder mittleren Effektgrößen zufrieden sein, aber eben bei sehr kleinen dann vielleicht doch nicht. Insgesamt haben wir also jetzt so ein bisschen das Werkzeug nochmal aufgefrischt, was man dann bräuchte, um zu sagen, ja, zwei Systeme, gib mir mal die Messwerte und anhand der Messwerte kann ich dann eben prüfen, war das jetzt nur Zufall, dass man da so ein paar Unterschiede beobachtet hat? Also sind die zufällig verteilt, die Unterschiede, oder sehen die schon so aus, als sind die eher nicht mehr so zufällig, dass man dann eben am Ende doch die Nullhypothese ablehnen kann und dazu tendieren könnte, zu sagen, ja, wahrscheinlich ist System 1 besser als 2. Das Ganze ist jetzt natürlich nützlich, wenn man Suchmaschinen auch optimieren kann. Also wenn man jetzt ein Retrieval-System hat, was noch freie Parameter hat, wie zum Beispiel eben BM25 mit beispielsweise dem K-Parameter, den könnte man jetzt noch einstellen wollen. Und dazu dann eben Fragen für verschiedene Einstellungen des Parameters, sind die Unterschiede, die ich für diese verschiedenen Einstellungen sehe, untereinander statistisch signifikant oder nicht. Da muss man wieder aufpassen, wie viele solche Unterschiede man misst. Gegebenenfalls muss man dann noch eben Ausgleichsrechnungen dafür durchführen, wenn man eben nicht nur zwei Systeme miteinander vergleicht, sondern mehr Systeme miteinander vergleicht, dann sollte man eben auch entsprechend den P-Wert dann absenken, um dann zu sagen, ja, ich weiß, ich habe tatsächlich mehr Systeme miteinander verglichen. Da gibt es dann auch wieder sowas wie Bonferroni-Angleichungen oder sowas oder Bonferroni-Ausgleichsrechnungen, die dann eben dazu führen, dass man auch beim Vergleich von mehreren Systemen noch statistisch signifikant und valide Aussagen treffen kann. Aber im Prinzip angenommen, man hat zwei Systeme, die man miteinander vergleichen will. Okay, wir haben die Signifikanztests gesehen und jetzt wäre eben die Frage, wie findet man denn jetzt gut die besten Parametereinstellungen? Also beispielsweise Gewichte für
BM25F für die verschiedenen Felder, die so ein Dokument haben könnte. Ein Match im Titel, Match im Abstract, Match im Body oder sowas beispielsweise. Und typischerweise ist es im Bereich des Information Retrieval so, dass man sowas wie Trial and Error macht. Also man versucht halt so ein paar Sachen und sagt dann, das, was am besten dabei war, das nehme ich. Standardverfahren beispielsweise eine sogenannte Grid-Suche, wo man sagt, okay, man probiert eben alle möglichen Parameterkombinationen in gewissen Grenzen für also vorgegebene Grenzen und für eine Schrittweite aus. Also dass man sagt, okay, den K1-Wert, den variiere ich zwischen X und Y mit einer Schrittweite von 1,3 oder sowas. Und den K2-Parameter, den variiere ich zwischen A und B mit einer Schrittweite von 100 oder so. Das wäre eine Variante. Eine andere Variante könnte sein, dass man sagt, ich mache das mal so mehr so zufällig. Also ich nehme mal eine Teilmenge aller Parameterkombinationen und gucke einfach, welche davon am besten waren. Dann bin ich halt nicht mehr ganz so systematisch wie bei Grid-Suche, aber man kann immer noch sagen, wenn die Teilmenge groß genug war, dann wird schon das, was da am besten draus war, einigermaßen nah an zumindest zu einem halb globalen Optimum gewesen sein. Üblicherweise würde man diese Parameteroptimierung dann in einem Dreier-Split der Daten machen. Also man hat irgendwie Daten gegeben, für die man weiß, was wäre relevant, was wäre nicht relevant. Also sowas wie beispielsweise Cranfield-Paradigma-mäßig eine Kollektion, Topics und für die Topics dann bewertete Dokumente. Dann würde man sagen, okay, ich brauche ein paar Topics, auf denen ich eben trainieren kann, auf denen ich quasi so eine Grid-Suche oder so eine Zufallssuche dann machen kann. Dann brauche ich eine Validierungsmenge. Zweiter Teil, also Training kann man auch einfach oft annehmen, kann man noch einen kleinen Teil vom Trainingsset eben absplitten als sogenannte Validierungsmenge und eine Testmenge. Auf den Trainingsdaten, da tunt man gegebenenfalls die Lernverfahren, die man hat, und auf den Validierungsdaten würde man dann gegebenenfalls noch die Parameter der Lernverfahren oder sowas versuchen zu optimieren, beziehungsweise einfach immer mal wieder gucken, geht man in die richtige Richtung, was man so auf den Trainingsdaten gemacht hat, ist das auch eine Verbesserung auf den Validierungsdaten oder habe ich einfach nur die Trainingsdaten auswendig gelernt, also generalisiert das Verhalten, was ich auf den Trainingsdaten sehe, tatsächlich auch auf ungesehene Daten, aber trotzdem kann ich die Validierungsmenge eben sehr, sehr oft in diesem iterativen Prozess sehen und am Ende einmal nimmt man dann die Topics, die man als Testdaten am Anfang sozusagen aussortiert hatte und die sieht das System dann nur ganz einmal zum Schluss. Und das ist dann eben die Frage, die eigentlich entscheidend ist, wie reagiert das System auf tatsächlich ungesehene Daten und wie robust sind die Beobachtungen, die ich auf diesem Trainings- und Validierungssplit tatsächlich beobachtet habe. Das ist aber so ein Prozess, der eben auch so ein bisschen Erfahrung braucht, dass man eben weiß, in welchen Bereichen will man die Parameter optimieren, schafft man eine Grid-Suche oder nicht und ja, hat man überhaupt genug Daten, um Training, Validierungs- und Testdaten voneinander zu trennen oder muss man einfach beispielsweise eine Kreuzvalidierung auf allen machen, weil man sowieso nur zu wenig Daten hat und wenn man jetzt noch eine separate Testmenge im Absplitten würde, dann ist das eben einfach zu wenig, was übrig bleibt. Ja, so viel zum Training und Test. Nochmal so ein bisschen sozusagen das Szenario erweitert. Wir haben Effektivitätsmaße kennengelernt und haben jetzt einfach auch noch ein Mittel in der Hand, um zu sagen, ja, wir beobachten dann Unterschied und dieser Unterschied, der ist statistisch signifikant und hat eine gewisse Effektgröße, die tatsächlich nicht einfach nur winzig ist. Vielen Dank.